Angesichts wachsender Spannungen im Kosovo zwischen ethnischen Serben und Albanern ist der US-Sondergesandte für den Westbalkan Gabriel Escobar mit der Präsidentin des Kosovo Vjosa Osmani in Pristina zusammengetroffen. Die für Dezember geplanten Kommunalwahlen wurden wegen zunehmender Zwischenfälle auf April verschoben. Ich glaube nicht, dass es hier wirklich zu Kämpfen kommt. Die internationale Gemeinschaft unterstützt uns, das ist ein wichtiger Faktor. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić hatte bei der NATO-KFOR-Truppe beantragt, 1000 serbische Soldaten im Nordkosovo zu stationieren. Die serbische Bevölkerung im Kosovo blockierte Straßen, damit keine Waren in das Kosovo gelangen können. Das Problem ist die EU. Sie unterstützt immer die albanischen Einwohner, ist immer auf deren Seite. Die Serben aus dem Nordkosovo fühlen sich benachteiligt und fordern das Recht auf Autonomie und die Schaffung einer Union serbischer Gemeinden.